einst ein Palmenparadies im Pazifik. Rapa Nui. Ein Dschungel auf einer winzigen Insel am Ende der Welt. Die Küste umsäumt von hunderten riesiger Statuen. Die Moai, einzigartig, von Menschenhand geschaffen. Als europäische Seefahrer die Osterinsel im 18. Jahrhundert entdecken, steht keine Palme mehr, sind die Statuen gestürzt. Die Archäologin Sonja Haua ist Nachfahrin jener wenigen Ureinwohner, die Sklaverei und Verschleppung überlebten. Sie stößt auf Spuren von Kannibalismus. Seit Jahren ist unter Wissenschaftlern aller Fachrichtungen ein Wettstreit um Antworten entbrannt. Warum ging die Kultur der geheimnisvollen Moai unter? Und warum verschwand plötzlich der riesige Palmenwald? Zwei deutsche Forscher finden eine verblüffende Lösung, die alle bisherigen Thesen umwirft. Zu einem mysteriösen Tatort. Hans-Rudolf Borg und Andreas Miet sind Ökoarchäologen. Die Spezialisten der Universität Kiel erforschen Inseln auf dem gesamten Erdball. Doch keine ist so wie diese, so weit abgelegen von jeglicher Zivilisation. Die Osterinsel, in der Sprache der Ureinwohner Rapa Nui, liegt fast 4000 Kilometer entfernt von der chilenischen Küste. Völlig isoliert im Südpazifik. An ihrem östlichsten Zipfel auf der Halbinsel Poike sind die dramatischen Veränderungen nicht mehr zu übersehen. Der Regen reißt tiefe Furchen im Boden auf. In der dürren roten Wüste können Pflanzen schwer überleben. Kaum eine Insel der Welt wird so intensiv erforscht und gibt so wenig von sich preis wie Rapa Nui. Für die Wissenschaftler ein Wettlauf gegen die Zeit. Bald wird die Erosion die letzten fruchtbaren Flächen zerstört haben. Und mit ihnen Zeugnisse einer Epoche, als auch Poike noch ein grünes Paradies war. Mit jeder neuen Erdprobe finden die deutschen Forscher Beweise für ein einst intaktes Ökosystem. Die älteren Bodenschichten weisen Pflanzlöcher und Reste von exzellentem Humus auf, den die Ureinwohner für nachhaltigen Gartenbau nutzten. Und wo heute nichts als Wüste ist, wuchsen ihre Pflanzen unter dem schattigen Dach von Palmen. Das muss man sich mal vorstellen. Hier standen ja nicht nur zwei, drei Bäume. Das ganze Gelände war ein Wald. Mehr als 1000 Palmen wuchsen auf einem Hektar. Miet und Borg haben errechnet, mehr als 16 Millionen Palmen machten die Landschaft der Insel zu einer fruchtbaren Oase mitten im Pazifischen Ozean. Jahrhundertelang. Und eines Tages verschwand der gesamte Wald innerhalb kürzester Zeit. Noch immer rätselt die Forschung, wer oder was zerstörte das Paradies. Die letzte Palme muss um das Jahr 1600 gefallen sein. Fast zeitgleich endete auch die Kultur der Moai. Als holländische Seefahrer die Insel am Ostersonntag 1722 entdeckten, waren die meisten Statuen von ihren Zeremonialplattformen, den Ahu, gestürzt, die Landschaft entwaldet und kahl. In den Steinbrüchen fanden sich noch Kolosse, die nie vollendet wurden. Entstanden aus der Lava dreier Vulkane ist Rapa Nui mit einer Fläche von 160 Quadratkilometern kaum größer als Liechtenstein. Die einsamste bewohnte Insel der Welt. Seit 120 Jahren gehört sie zu Chile. Die meisten der 5000 Bewohner leben von Fischfang und Tourismus. Gut die Hälfte von ihnen sind Chilenen, die übrigen Nachfahren der Ureinwohner der Rapa Nui.
Viele von ihnen leben heute in der einzigen Siedlung und Hauptstadt Hangaroa. Eine Gruppe einheimischer Wissenschaftler macht sich auf den Weg zur täglichen Arbeit. Ihre Chefin ist die Archäologin Sonja Haua. Ihr Ziel, die Nordküste der Insel. Auch Haua ist eine Rapa Nui. Sie stammt von jenen nur rund 100 Eingeborenen ab, die unter wechselnden Kolonialmächten tödliche Krankheiten, Verschleppung und Sklaverei überlebten. Sie will verstehen, wie ihr Volk lebte, bevor und nachdem der schützende Palmenwald eines Tages verschwand. Ihr Team untersucht die Ruinen hunderter Dörfer, vermisst und katalogisiert jeden Stein. Immer wieder stoßen die Forscher auf steinerne Gräber. Sorgsam aufgeschichtete Felsplatten, die die Gebeine der Toten vor Wind und Witterung schützen sollten. Für Sonja Haua verbindet sich der Forschungsauftrag mit sehr persönlichem Interesse. Die Mission bedeutet für sie unweigerlich auch eine Reise in die eigene Vergangenheit. Die Wissenschaftlerin blickt in die Gesichter ihrer Ahnen. Es ist eine junge Frau und ein ganz kleines Kind. Wie so oft finden die Forscher nur Schädel und Rippen der Toten. Aus den längeren, stabilen Knochen der Arme und Beine wurden filigrane Werkzeuge geschnitzt, etwa solche Angelhaken. Ein besseres Material gab es dafür nicht. Niemand auf der Insel spricht heute gerne darüber. Aber unter vielen Steinhaufen der Rapa Nui ruhen auch die Opfer von Kannibalen. In ihrer Situation hatte es keine Bedeutung, ob es ein Knochen des Großvaters oder eines anderen Familienmitglieds war. Das Fleisch zu essen war für sie häufig die einzige Chance zu überleben. Wer waren die Menschen, die hier lebten? Und wie kamen sie auf diese abgelegene Insel? Der einzige Sandstrand von Rapa Nui in der kleinen Bucht von Anakena an der Nordküste. Der amerikanische Anthropologe Terry Hunt ist überzeugt, nur hier können die ersten Siedler angelandet sein. Nach Übereinstimmung vieler Experten zwischen 400 und 900 nach Christus. DNA-Proben ihrer Nachfahren ergaben, es müssen Polynesier gewesen sein. Doch eines Tages macht der Wissenschaftler bei Ausgrabungen am Strand eine merkwürdige Entdeckung, die ihn an der bisherigen Chronologie zweifeln lässt. Tief im Boden fanden wir Holzkohle, Obsidian und Rattenknochen, die ersten Anzeichen für Zivilisation. Die Radiokarbon-Datierung ergab, dass die Kohle gerade einmal 800 Jahre alt war. Demnach wäre die Insel frühestens um das Jahr 1200 besiedelt worden. Doch wie gelangten die ersten Siedler überhaupt nach Rapa Nui? Die Antwort findet sich am anderen Ende des Pazifik, auf Big Island in Hawaii. Die Polynesier unternahmen ihre Reise in Richtung Osten, vermutlich mit dem hölzernen Vorgänger eines solchen Doppelrumpfkanus. Kapitän Kalipa Beibeyan gilt als Meister in der alten Kunst der Navigation. Vor einigen Jahren wagten er und einige Kollegen die riskanteste Reise ihres Lebens. Ohne jedes moderne Hilfsmittel segelten sie 2800 Kilometer weit von der polynesischen Insel Mangareva nach Rapa Nui. Warum aber traten ihre Vorfahren diese unsichere Reise an? Vielleicht trieben unbefriedigende Lebensbedingungen in ihrer Heimat sie dazu, neue Welten zu erkunden. Aber ich denke, sie waren einfach neugierig. Sie brachen damals in alle Richtungen auf. Das zeigt, diese Menschen wollten mehr über ihre Welt erfahren.
12 Experimentalforscher stürzen sich in ein Abenteuer mit ungewissem Ausgang. Kein Kompass, kein GPS, kein Radar. Wie ihre Vorfahren nutzen sie alleine die Natur, um sich zu orientieren. Sie beobachten die Sterne, den Wind, die Wellen, ja selbst den Geruch des Meeres. Bis zur Erschöpfung kämpft sich die Mannschaft durch den Pazifik. Doch würden die alten, überlieferten Kenntnisse sie wirklich ans Ziel bringen? Nach nur 19 Tagen können sie es kaum fassen. Im Morgengrauen zeichnet sich am Horizont Land ab. Sie haben allein mit dem Wissen der alten Seefahrer die Osterinsel erreicht. Das Überraschende war, dass wir die Insel wirklich beim ersten Anlauf entdeckt hatten. Wir hielten 12 Stunden lang Ausschau und bei Sonnenaufgang lag sie plötzlich vor uns. Es war verblüffend, mit welcher Präzision wir gesegelt waren. Und wir hatten großes Glück, dass günstige Winde uns genau auf Rapa Nui zugetrieben hatten. Auf Hawaii lässt sich auch nachvollziehen, wie die Sterne die Seefahrer geleitet haben können. Meter über dem Meer, der Mauna Kea. Auf dem höchsten Berg von Big Island betreiben Wissenschaftler aus 11 Nationen einige der mächtigsten Teleskope der Erde. Ihre Daten aus dem Weltall werden auch von einem Forscher am Fuß des Berges genutzt. Im Planetarium der Universität von Hilo arbeitet der Astronom Sean Latch. Er ist Nachfahre deutscher Einwanderer und wird in seiner Kommandozentrale unter dem Kuppelbau zum Herr über Zeit und Weltraum. Latch kann das Rad der Geschichte zurückdrehen. Zum Beispiel auf einen Tag genau in jene Jahre, als die Polynesier Rapa Nui erreichten. Der Wissenschaftler rekonstruiert den Nachthimmel, den auch die Seefahrer sahen. Was entdeckten sie dort? Und wie konnten sie sich daran orientieren? Nehmen wir eine Ansammlung von Sternen, die hier drüben über dem Horizont erscheint. Wir nennen sie Skorpion. In Polynesien hießen sie Mauis Angelhaken. Die Polynesier werden Gruppen von Sternen beobachtet und anhand der jeweiligen Entfernung zum Horizont ihre nördliche und südliche Position bestimmt haben. Sie suchten nach Mustern, nach Sternbildern, die jeden Tag von Osten nach Westen über den Himmel wanderten. Und sie wussten, wenn sie etwa nach Süden steuerten, wie sich die Höhe der Muster über dem Horizont veränderte. Die polynesischen Seefahrer kannten mehr als 200 Sterne und wussten, in welchen Bahnen sie zogen. Einen Stern galt es ständig im Auge zu behalten. Allnächtlich beobachteten sie ihn und den jeweiligen Abstand des niedrigsten Punktes seiner Bahn zum Horizont. Der Pazifik und die Sterne hatten die ersten Siedler an diesen unbewohnten Ort geführt. War die Bedeutung des Meeres auch ausschlaggebend für die Standorte ihrer Kultfiguren, der Moai? Vielleicht errichteten sie ihre oft bis zu 10 Meter hohen und mit 80 Tonnen unfassbar schweren Statuen deshalb direkt an der Küste. Und standen die Moai für die Inselbewohner vielleicht sogar in einer Beziehung zum Nachthimmel? Viele Mythen ranken sich um die geheimnisvollen Monumente. Das heißt, sie sollen möglicherweise auch astronomischen Zwecken gedient haben, sogar eine Art Sternwarte gewesen sein. Es ist gut möglich, dass sie ihre Bauwerke und Denkmäler wie viele andere Kulturen nach dem Himmel ausrichteten. Vielleicht waren sie dem Sonnenauf- oder Untergang zugewandt oder Sternen, die ihnen besonders bedeutsam schienen. Doch
Doch wem stellen die fast 1000 Moai mit ihren so unterschiedlichen Gesichtsausdrücken eigentlich dar? Sonja Haua glaubt, es waren Abbilder vergöttlichter Ahnen. Ihre Erbauer hatten sie einst bunt bemalt, manchen tonnenschwere Hüte aufgesetzt. Und wo heute Löcher klaffen, trugen sie Augen aus weißen Korallen mit Pupillen aus schwarzem Obsidian. Erst im letzten Jahrhundert wurden die Kolosse wieder aufgerichtet. Wie damals blichen sie ins Landesinnere, als wollten sie die Bewohner behüten. Ihre Zeit lief ab, als der Palmenwald verschwand. Die wenigen existierenden Bäume wurden erst in heutiger Zeit angepflanzt. Terry Hunt hat inzwischen für den Untergang des Dschungels eine spektakuläre Erklärung gefunden, nachdem er Palmennüsse mit Nagespuren entdeckte. Die Palmen der Osterinsel wurden wahrscheinlich das Opfer von Ratten. Wenn Ratten auf Inseln ohne natürliche Feinde eingeschleppt werden, fressen sie dort Pflanzensamen. Die Bäume wachsen nicht mehr nach und der Wald stirbt. Die karge Landschaft verblüffte bereits die neuzeitlichen Entdecker. Die älteste Karte aus dem 18. Jahrhundert zeigt eine Insel ohne Bäume. Doch wurden sie tatsächlich von Ratten gefressen? Hans Rudolf Borg und Andreas Miet entdecken eine buchstäblich heiße Spur, die für eine ganz andere Version spricht. Massive Reste von Holzkohle, die für sie beweisen, Menschen haben ab Mitte des 13. Jahrhunderts die Bäume gefällt und anschließend Feuer gelegt. Wir sehen hier eine dünne Brandschicht. Sie steht für ein Trauma. Als der Palmwald abgeschlagen und verbrannt worden ist, der Boden seinen Schutz verloren hat, abgespült wurde, was diese Schichten hier zeigen. Die Lebensgrundlage der Menschen ging verloren. Der fruchtbare Boden ist vollkommen verschwunden. Doch warum haben die Menschen ihr Palmenparadies zerstört? Die Indizien sind erdrückend. Und sie belegen eine vorsätzliche Tat. Die Insel der steinernen Riesen wurde das Opfer einer groß angelegten Brandrodung. Die deutschen Ökoarchäologen graben sich an weiteren Stellen im Osten von Rapa Nui durch den trockenen Boden. Überall stoßen sie auf die tiefschwarzen Holzkohleschichten, stumme Zeugen eines verheerenden Brandes. Und dann finden sie verkohlte Palmennüsse. In einem Punkt sind sich Miet und Borg mit ihrem amerikanischen Kollegen einig. Die ersten Siedler brachten neben Hühnern auch Ratten mit auf die Insel. Als beliebte Speise, die sich rapide vermehrte. Aber vernichteten die Tiere wirklich die Palmennüsse, wie Terry Hunt glaubt? Am Abend untersucht Andreas Miet die Ausbeute. Tatsächlich ist kaum eines der zerbrechlichen Stücke noch intakt. Wurden sie wirklich zerbissen? Wir sehen, dass diese Palmennüsse nicht von Ratten angenagt worden sind. Wir haben hunderte von Palmennüssen untersucht und kaum eine von diesen trägt Zahnspuren der polynesischen Ratte. Doch ihr amerikanischer Kollege beharrt auf seiner Rattentheorie. Terry Hunt wendet sich nun den menschlichen Bewohnern von Rapa Nui zu und will dafür hoch hinaus. Ein gasgefüllter Ballon soll helfen, die Siedlungen der Menschen zu rekonstruieren. Aus der Vogelperspektive werden seine drei Kameras an der Nordküste hunderte von Luftaufnahmen schießen. Es ist einer der wenigen Tage, an denen der Wind dem Team das Experiment überhaupt erlaubt. Terry Hunt hofft, von dort oben Bodenstrukturen deutlicher zu erkennen. Etwa die Anordnung kleiner Dörfer mit ihren einstigen Gebäuden. Die Siedler hatten eine besondere Beziehung zum Meer, deshalb waren auch viele ihrer Zelthäuser in Form eines Bootes gebaut. Unter dem Dach aus Blättern ein hölzernes Gestell, an dutzenden Punkten in einer Einfassung aus Steinen fixiert. Terry Hunt setzt ein mobiles Röntgenspektroskop ein.
Es gibt Aufschluss über die präzise Zusammensetzung von Materie. Er will herausfinden, welche Art von Steinen die Erbauer für das Fundament wählten. Er kann feststellen, aus welchen Steinbrüchen der Insel sie das Baumaterial holten. Er kennt sogar wiederverwertetes Gestein. Hunt versucht daraus Bevölkerungsbewegungen abzulesen. Wann Menschen an welche Orte zogen und wo möglicherweise Clan- oder Stammesgrenzen verliefen. Die Amerikaner haben in einem Lagerraum des örtlichen Museums ein provisorisches Labor eingerichtet. Mit einem mobilen 3D-Scanner können die Wissenschaftler die Strukturen selbst größerer Stücke erfassen und analysieren. Auch die Oberflächengeometrie eines Moai haben sie auf diese Weise bereits digitalisiert. Doch die Osterinsel gibt ihre Geheimnisse nur zögerlich preis. In einigen Fragen verweigert sie den Forschern aus aller Welt bisher sogar jede Auskunft, aller modernen Technik zum Trotz. Als ich hierher kam, war ich überzeugt, wir wüssten durch unsere langjährige Arbeit über diese Insel Bescheid. Doch ich musste feststellen, dass wir nicht sehr viel über sie wissen. Es ist gefährlich zu glauben, wir verstünden, was hier passiert ist. Im Grunde haben wir keine Ahnung und es wird weitere Jahre kosten, selbst grundlegende Fragen zu beantworten. Unsere Arbeit ist noch lange nicht vorbei. Sie beginnt gerade erst. Sonja Haoa sucht nach weiteren Spuren ihrer Ahnen und wie sie einst auf der Insel lebten. Das Team hat eine Vielzahl von Höhlen entdeckt. Diese ist eine besondere. Ihre Wände und Decken sind dicht übersät mit Petroglyphen, in den Stein geritzte Bilder. Dutzendfach zeigen sie den höchsten Gott der Rapa Nui, das maskenhafte Gesicht von Makemake. Vor allem ihm ist der unterirdische Ort gewidmet. Die Höhle diente den Menschen offenbar über einen langen Zeitraum als Kultstätte. Es ist die einzige dieser Art in der Gegend. Und wir denken, sie benutzten sie sehr, sehr lange. Vermutlich war ihre Gesellschaft sozial sehr gut organisiert. Niemand ritzte hier schnell einen Makemake ein. Dies war ein Ort des Glaubens. Die Archäologen haben hunderte gut verborgener Höhlen entdeckt, in denen die Menschen einst wohnten. Diese ist nur durch einen schmalen Spalt zugänglich und hat mehrere große Räume. Und ihre Bewohner genossen eine atemberaubende Aussicht. Das Fenster zum Meer. Ein idealer Beobachtungsposten. Vor allem nach dem Untergang des Palmenwaldes suchten viele Rapa Nui Unterschlupf in den Höhlen, da Stürme nun ungebremst über die Insel fegten. Sie boten jedoch auch Schutz voreinander. Legenden berichten von blutigen Kriegen zwischen rivalisierenden Clans. Für die Archäologin aber liegt die größte Sensation über und auf der Erde. Millionen von Steinen, überall am Boden scheinbar willkürlich verstreut. Doch ihre Anordnung ist alles andere als Zufall. Andreas Miet und Hans-Rudolf Borg sind mit ihrer einheimischen Kollegin zu einem Ortstermin verabredet. Gemeinsam wollen sie heute untersuchen, welches Geheimnis das karge Grasland seit Jahrhunderten verbirgt. Auch für die beiden Deutschen sind die unauffälligen Steine einer der spektakulärsten Funde auf der Insel. Denn vermutlich waren sie die letzte Rettung der Bewohner, nachdem der Palmenwald abgeholzt war. Damit ihre Anbauflächen bei starkem Regen nicht weggeschwemmt wurden, bauten die Menschen Steingärten. Die Felsbrocken erfüllten die Funktion einer Mulchschicht. Sie schützten die Anpflanzungen und speicherten zugleich die Wärme der Sonne. Das Resultat? Perfekter, fruchtbarer Ackerboden.
Für die Wissenschaftler sind die Steingärten ein faszinierender Geniestreich. Eine unglaubliche menschliche und logistische Leistung. Wir haben hochgerechnet, dass mehr als 1 Milliarde Steine bewegt wurden, um die Gärten anzulegen. Der Arbeitsaufwand dafür war weitaus größer als die Herstellung und der Transport der Moai. Ein lange erloschener Vulkan. Hier befand sich die Werkstatt der Steinmetze. Alle Moai auf der gesamten Insel stammen aus seinem Krater. Es dauerte Monate, eine einzelne Figur aus dem Tuffstein zu schlagen. Das Echo der Meißel hallte kilometerweit, mehrere hundert Jahre lang. Doch eines Tages endete die Herstellung der Moai fast schlagartig. In dem riesigen Krater stehen weit verstreut hunderte Statuen zum Abtransport bereit. Andere sind erst halb aus dem Felsen geschlagen. Heute ist der Ranu Raraku ein Friedhof der steinernen Giganten. Hans-Rudolf Borg und Andreas Miet untersuchen das Erdreich im Krater. Und sie finden einen weiteren Hinweis, der die Rattenthese ihres amerikanischen Kollegen Hunt widerlegt. Wir sehen die Wurzelröhren einer Palme. Diese Palme ist aufgewachsen nach der Vernichtung des Palmwaldes. Die Wurzelröhren sind vollkommen intakt. Ratten können also eine Zerstörung des Palmwaldes nicht verursacht haben. Innerhalb von 400 Jahren fällten die Menschen von Rapa Nui 16 Millionen Palmen. Ein tiefgreifender Einschnitt in das Ökosystem der Insel. Doch der Kollaps blieb aus, dank der Steingärten. Woher aber kam das Wissen um eine solche Technik? Sonja Hawa und ihr Team stoßen zwischen den Siedlungsresten regelmäßig auf Zeremonialplätze und finden im schwarzen Vulkangestein immer wieder das Symbol des Vogelmannes. Die Petroglyphen stehen für den Beginn eines neuen Kultes, unmittelbar nach dem Ende der Moai-Ära. Die alte Siedlung von Tonkariki besitzt den größten Kultplatz der gesamten westlichen Hemisphäre, mit den prächtigsten Darstellungen des sagenhaften Vogelmenschen. Vogelmann-Köpfe gut sieht, ne? Schnabel, Kopf und auch die ausgestreckten Hände sieht man toll hier. Eine vergleichbare Figur ist in der Inka-Kultur fest verwurzelt und auch der am besten erhaltene Ahu ähnelt der Inka-Bauweise. Kein Messer passt zwischen die Steinblöcke, wie auf Originalzeichnungen aus dem Inka-Reich. Nur ein Zufall? Oder entdeckten nach den Polynesiern möglicherweise noch andere Siedler das winzige Eiland im Pazifik? Die Inka waren für ihre extrem ertragreiche Landwirtschaft berühmt und beneidet und Meister darin, jedes Stückchen Boden zu nutzen. Ein Indiz für ihre Anwesenheit könnten die typischen Grabstöcke sein. Solche Werkzeuge fanden die westlichen Entdecker der Insel noch im 18. Jahrhundert vor. Schließlich war es die sehr kluge Nutzung des Bodens, die den ökologischen Kollaps auf Rapa Nui verhinderte. Tatsächlich ist eine Expedition des mächtigen Andenvolkes Ende des 15. Jahrhunderts in Richtung Osterinsel überliefert, unter dem Kommando des Inka-Fürsten Tupac Yupanqui. Der erfolgreiche Eroberer galt als bestrebt, das Herrschaftsgebiet seines Reiches weiter auszudehnen. Dem spanischen Chronisten Pedro Sarmiento de Gamboa beschrieben 40 Zeitzeugen die lange und entbehrungsreiche Reise. Danach sollen Yupanqui und sein Gefolge mit einer Flotte aus Balsa-Holzflößen monatelang unterwegs gewesen sein und die Insel schließlich erreicht haben.
Doch ob die Inka wirklich jemals auf Rapa Nui landeten, wurde nie wissenschaftlich bewiesen. Sehr wohl denkbar ist hingegen, dass die Polynesier tatsächlich nicht auf immer alleine blieben. Wir schließen nicht aus, dass es eine zweite Besiedlungswelle gegeben hat. Menschen, die andere Erfahrungen mitbrachten, andere Fertigkeiten und auch andere Leitbilder der Landnutzung. Wurden auch die Moai Opfer anderer kultureller oder religiöser Vorstellungen? Noch gibt es für diese These keinen Beleg. Was verbergen ihre bis zu 9000 Tonnen schweren Plattformen? Die Ahu. Miet und Borg erhoffen sich von der Untersuchung einer der Ruinen neue Hinweise, vielleicht sogar auf das Verschwinden des Palmenwaldes. Die Kieler Forscher entdecken zahlreiche rundliche weiße Gebilde, Korallen. Sie galten einst als wertvolle Grabbeigaben bei Bestattungen. Dort abgebrochen worden von Menschen. Ja. Und sie erinnern an ein altes Ritual, von dem die Insulaner später noch den weißen Entdeckern berichteten. Eine feierliche Zeremonie. Eine Abordnung von Männern bittet die Götter um dringend notwendigen Regen. Dazu heben sie in der Nähe der Küste zunächst ein Erdloch aus. Danach vergräbt der oberste Priester darin eine frisch abgeschlagene, mit Algen umwickelte Koralle. In den Kraterseen der drei Vulkane auf Rapa Nui sammelte sich bei Regen das lebensnotwendige Süßwasser. Aber reichte es stets für alle Bewohner? Vielleicht hat das Korallenopfer die Götter nicht immer milde gestimmt. Dieser Regen kommt ungebeten. Der Vulkan Rano Kao im äußersten Südwesten der Insel. An einem Tag, an dem das Wetter die deutschen Forscher von der Arbeit abhält. Auf dem Kraterrand liegt das Zeremonialdorf Orongo, ab dem 16. Jahrhundert Schauplatz des legendären Vogelmann-Kultes. Als der Palmenwald fast völlig vernichtet war, lieferten sich junge Männer verschiedener Stämme hier einen gnadenlosen Wettkampf. Sie mussten alljährlich im August 300 Meter in die Tiefe klettern und eine Meile weit durch das haiverseuchte kalte Meer zur vorgelagerten Insel Motu Nui schwimmen. Wer von dort als erster mit dem unbeschädigten Ei einer Seeschwalbe zurückkehrte, wurde für ein Jahr neuer Vogelmann und zugleich oberster Priester. Wenn die Fischer heute den Spitzenfelsen ansteuern, sind sie ebenfalls auf Beute aus. Auch sie sind Nachfahren der Rapa Nui und das Meer vor dem gefährlichen Riff ist ihr Revier. Exakt jene Stelle, an der viele junge Männer seinerzeit beim Wettkampf im Pazifik starben. Die beiden Eingeborenen behaupten, dies sei der einzige Ort auf der Welt, an dem mit Steinen gefischt wird. An die Felsbrocken binden sie ihre Köder. Für einen Ort, an dem sogar die Gärten aus Stein sind, eigentlich nur konsequent. Und ob die Geschichte nun stimmt oder nicht, irgendwie funktioniert die Methode. Andreas Miet und Hans-Rudolf Borg suchen auf der gesamten Insel weiter nach einer Erklärung, warum der Palmenwald abgeholzt wurde, arbeiten sich durch immer neue Erdschichten. Von Zeit zu Zeit belohnt ein Fund die mühsame Arbeit, auch wenn nicht sofort sicher ist, ob er weiterhilft. Diesmal ist es eine Lanzenspitze aus Obsidian. Mit solchen Waffen wurden Gegner im Kampf verletzt oder sogar getötet. Und immer wieder zieht es die beiden in den Osten der Osterinsel, nach Poike.
Wenn die Bodenerosion weiter so drastisch voranschreitet, wird die Halbinsel allmählich ins Meer gespült. Doch dann, eines Tages, finden die Forscher eine weitere heiße Spur. Was Miet entdeckt, scheint zunächst nur ein gewöhnlicher Felsbrocken zu sein. Kannst du mal kommen? Ja, ich komme, Andreas. Ich glaube, ich habe hier etwas, das kennen wir noch nicht so in der Form. Schaust du mal? Das ist ja fantastisch. Aber das ist doch nicht natürlich hier, ne? Einmalig, so einen Stein hatten wir noch gar nicht. Eine Besonderheit fällt ins Auge. Die Ökoarchäologen haben es mit einem Basaltstein zu tun, der offenbar wie eine Schale behauen wurde, mit einer Ablauföffnung am Rand, wie zum Auffangen und Abfüllen von Flüssigkeit. Miet und Borg überlegen, was, wenn das Becken vielleicht dazu diente, Flüssigkeit aus den Palmen zu sammeln und auf andere Schalen oder Behältnisse zu verteilen? Ob es gut rausläuft? Und was, wenn der Wohnort der Menschen bei der Lösung des Rätsels eine Rolle spielt? Oh ja. Viele von ihnen mussten lange Wege gehen, um ihr Trinkwasser aus den Kraterseen zu holen. Erklärt das die Reihenfolge der Orte, an denen die Palmen verschwanden? Es gab drei Seen. Einige Dörfer lagen weit weg von den Seen. Und dort haben die Bewohner schon früh begonnen, die Palmen abzuschlagen, um den Palmsaft zu nutzen als Ersatz für das Trinkwasser, was ja zu weit entfernt war, wo es zu aufwendig war, es zu holen. Nach vielen Jahren Arbeit haben Miet und Borg anscheinend endlich die Lösung gefunden. Damit die Bewohner schneller an Trinkwasser gelangten und in dürren Zeiten nicht verdursteten, fällten sie ihre Palmen, weil es trotz aller Opfer für die Götter nicht oft und lange genug regnete. Dann legten sie Feuer, um Stümpfe und Blätter zu vernichten. Die gigantische Rodung aber veränderte das Gesicht der Insel dramatisch. Um in der kargen Wüste nicht zu verhungern, legten sie die Steingärten an. Der Steinmulch war der einzige Weg, den übrig gebliebenen Ackerboden noch zu schützen. Wenn die riesigen Abbilder der Ahnen tatsächlich über das Schicksal der Lebenden wachen sollten, hatten sie versagt? Es kann durchaus sein, dass die dramatischen ökologischen Veränderungen dazu geführt haben, dass die Rapa Nui den Glauben an die Kraft der Moai verloren haben, dass sie enttäuscht waren, die Moai umwarfen, die Augen herausnahmen und sie zerstörten. Und vielleicht war es auch dieser enorme Aufwand, der in die Steinmulchkultur investiert werden musste, der dann später in der anderen Kulturform, nämlich dieser gigantischen Moai-Kultur, fehlte. Man konnte nicht in zwei megalithische Kulturen investieren. Man hat die Moai-Kultur aufgegeben, man hat in die Steinmulchkultur investiert. Das würde bedeuten, die Bewohner von Rapa Nui haben mit ihrer neuen Lebensweise eine Zeitenwende provoziert. In dieser neuen Epoche war für die Statuen kein Platz mehr. Heute danken die Menschen jeweils im Juli der Schutzheiligen ihrer Fischer. Auch der christliche Glaube ist ein Vermächtnis der einstigen Besatzer, die der Insel außerdem tödliche Krankheiten und die Sklaverei brachten. Andreas Miet und Hans-Rudolf Borg erleben an ihrem letzten Tag auf der Osterinsel zugleich einen der Höhepunkte des Jahres. Ein traditionelles Fest der Ureinwohner, das gemeinsame Essen aus dem Erdofen, dem Curanto. Wie vor Hunderten von Jahren wird dafür erhitztes Vulkangestein in einer großen Mulde vergraben. Unter den Steinbrocken sind Gemüse, Fisch und Fleisch tagelang gegart. Mit etwas Obst werden sie an die stundenlang wartende Menschenmenge verteilt. Ein reich gedeckter Tisch an einem ansonsten kargen Ort, der es seinen Bewohnern nie leicht machte, in der Abgeschiedenheit des Pazifik zu überleben. Und so könnte die Insel heute noch aussehen. Der private Garten von Sonja Haua. Er beweist, dass die Böden von Rapa Nui noch immer das Zeug haben, ein blühendes Eden zu werden.
Der Archäologin ist eine botanische Sensation gelungen. Die Zucht eines Toromiro-Sprösslings. Der geheimnisvolle Baum wuchs einst nur auf der Osterinsel und galt dort als ausgestorben. Aus seinem Holz schnitzten die Ureinwohner kunstvolle Werkzeuge und auch kultische Gegenstände, wie diesen Fisch. Er trägt eine Inschrift in Rongo-Rongo, einer Sprache, die heute niemand mehr lesen kann, verfasst vor vielen hundert Jahren, zu einer Zeit, als Rapa Nui noch ein Palmendschungel war. 16 Millionen Bäume auf einem kleinen Flecken Erde. Zu wissen, wie sie verschwanden, ist ein wichtiger Schritt, das Schicksal von Rapa Nui zu verstehen. Denn die Osterinsel bleibt für Wissenschaftler aus aller Welt ein spannendes Forschungsobjekt. Als Beispiel für den drastischen Umbruch eines Lebensraumes, ausgelöst durch die Menschen. Auch wenn sie in diesem Fall noch einmal glimpflich davon kamen. Der Palmenwald ist zusammengebrochen, aber damit eben gerade nicht die Gesellschaft, nicht die gesamte Kultur der Osterinsel. Die Menschen, die hier gelebt haben, waren unglaublich technisch begabt, sie waren erfindungsreich. Sie haben sich an den Wandel, den sie selbst verursacht haben, unglaublich geschickt angepasst. Das verlorene Paradies mag für die Erde im Kleinformat stehen, wie eine deutliche Mahnung. Allerdings, die Bewohner von Rapa Nui waren sich damals nicht bewusst, welche Folgen ihr Handeln für ihre Umwelt haben würde. Wir haben die große Chance, die Geschichte zu verstehen und von dieser kleinen Insel im Pazifik alles, wirklich alles, über unser Dasein zu lernen. Taugt Ihre Geschichte letztlich als Parabel für ein globales Desaster? Das Osterinsel-Syndrom? Das Schicksal eines isolierten Planeten, von dem niemand entkommen konnte? Und auf dem die Menschen erst umdachten, als es beinahe zu spät war. Vielleicht ist sie das, die heimliche Botschaft von Rapa Nui.